gehen wir zu dem Ökodorf Rodowin. Dort werden wir eine Führung durch den Hof bekommen und den ganzen Hof und Aufbau kennenlernen. Ich bin vor allem daran interessiert, ob man sich eben eher auf die Seite dann des Ökodorfs stellt oder ob man trotzdem zur konventionellen Landwirtschaft neigt. Wenn man das mit konventionellem Landbau vergleicht, dann wird einem ja schnell klar, dass es Überhand nimmt. Dass sie immer versuchen, neue Lösungen zu finden, weil sie sich immer auf neue Schädlinge einstellen müssen. Und das alles fällt im ökologischen Landbau mehr oder weniger weg. Und von daher wäre es eine einfache und naturnahe Lösung. Nach der Wende gab es auf den Dörfern nichts mehr an Arbeit. Und sie haben sich damals dann gesagt, also wenn wir jetzt einen Biobetrieb daraus machen, dann sind das sicherlich noch mal mehr Arbeitskräfte, die wir da brauchen, als wenn das ein konventioneller Betrieb ist. Wir haben den Betrieb ja dann weiterentwickelt und wir sind heute über 100 Mitarbeiter. Aber nur, weil wir noch andere Bereiche dazugenommen haben, die nicht Urproduktion sind. Wir sind ein Demeterbetrieb, 1250 Hektar. Ich denke, einer der größten Demeterbetriebe in Deutschland. Man versucht immer, diesen geschlossenen Betriebskreislauf hinzukriegen. Es gibt keinen Demeterbetrieb ohne Tierhaltung. Es geht darum, dass die Tiere in erster Linie mal zuständig sind für den Dünger. Ziegen haben wir vor 5 Jahren angeschafft. 200 Milchziegen plus eben immer die Nachzucht jedes Jahr. Das sind im Jahr ungefähr 300 Lämmer. Die Milch wird dann auch hier unten weiterverarbeitet. Entweder zu Ziegentrinkmilch oder zu Ziegenkäse. Alle unsere Kälber kriegen 100 Tage lang Vollmilch, aber in der ersten Woche von der eigenen Mutter. In der Woche hat die Mutter Kolostralmilch, wo die ganzen Immunstoffe drin sind. Nach 5 Tagen oder so ändert die Mutter die Zusammensetzung der Milch schon. Dann ist es normale Milch und dann ist diese Zusammensetzung nicht mehr so wichtig. Ja, wir treffen heute die Vorsitzende des Ökoverbands und werden vermutlich irgendwelche Arbeiten verrichten, um diesem Ökoverband ein bisschen zu helfen. Ein Betrieb ist ja ein Wirtschaftsbetrieb, der ist für sich natürlich autark finanziell. Der Verein macht ganz viel Rahmen- und Grundlagenarbeit des Naturschutzes, damit das dann in den Betrieben auch mit berücksichtigt werden kann, sofern das wirtschaftlich dann machbar ist. Was wir hier gerade machen, ist, dass wir das Mähgut zusammenräumen, auf den Hänger bringen und dann abfahren zum Kompost. Dort wird es dann kompostiert die nächsten 2 Jahre und kann dann wieder aufs Feld gebracht werden oder im eigenen Garten verwendet werden. Im Gesamten haben wir einen guten Einblick bekommen von allen Seiten auf das Dorf Rodowin. Ich habe eigentlich einen recht positiven Eindruck darüber und es freut mich auch, dass sowas eben möglich ist. Also es zeigt vor allem, dass es eben möglich ist. Welche Frage sich mir noch nicht beantwortet hat, ist, inwieweit man es ausbreiten kann. Man muss halt die Sache realistisch sehen, auch wenn es ein bisschen hart klingt. Es ist halt einfach, denke ich, sehr, sehr schwierig für die Bedürfnisse, die unsere Gesellschaft heutzutage hat, so viele Lebensmittel etc. bereitzustellen unter so schönen Umständen. Ich wünsche mir an die Gesellschaft bzw. an jeden Einzelnen, dass er mehr Wert auf sich legt und mehr Respekt zu jedem Ding. Was ja auch bedeutet, dass ich wissen möchte, wo meine Lebensmittel herkommen und auch vertreten kann, wie es hergestellt wird. Und ich glaube, dass die wenigsten das könnten, wenn sie wirklich wüssten, was sie da essen.